Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. Wir hatten im 53. Video damit angefangen, mit Listen zu gestalten und die optisch schöner zu machen, auch interaktiv zu machen. Ab Video 51 findet ihr, wie man Listen erstmal so ganz grundlegend definiert. Und wir sind jetzt gerade dabei, eben die auszugestalten, die Listen. Und wir werden in dieser Folge und in der nächsten Folge werden wir noch zwei Möglichkeiten von Selektoren kennenlernen, sogar drei. Und das zeige ich euch am besten einfach so. Hier, das ist unser HTML-Programm, wie wir es bisher hatten. In dieser Folge möchte ich euch zeigen, wie ihr diesen kleinen Einkaufswagen durch ein Herzchen ersetzt, so wie ich euch das am Anfang in Folge 53 gezeigt habe, wie das aussehen soll. Hier seht ihr es nochmal. So, ganz einfache Sache. Ich gehe in mein Kopfelement rein, also ins Head-Element, dann in das Style-Element und hier in den Abschnitt, wo ich die ungeordnete Liste gestalte. Und dann gehe ich ganz ans Ende und gebe ein UL.1 für das Elternelement, dann Liste. Und dann gebe ich das Pseudo-Element an, wenn ich mit der Maus über dieses Element fahre. Und mehr muss ich gar nicht machen. Und dann gebe ich ein List-Style-Image, Doppelpunkt, dann URL, dafür, dass es eben ein Bild lädt. Und hier hole ich mir dieses kleine Herz aus meinem Ordner heraus. Mit Hard PNG. So, Anführungsstriche zu, runde Klammer zu, Semikolon und dann die geschweifte Klammer zu und das war es im Prinzip auch schon. So, und jetzt lade ich das Ganze und wenn ich jetzt mit der Maus darüber fahre, seht ihr, verändert sich das Bild. So, wunderbare Sache. So, das ist das eine, was ich euch zeigen wollte. Jetzt zeige ich euch etwas, was ich nicht verwendet habe in der zu programmierenden Website. Ich sage nämlich, wenn ich das anklicke, möchte ich auch noch ein anderes Bild haben. Und das mache ich genauso. Nehme jetzt aber statt dem Pseudo-Element Hover das Pseudo-Element Active. So. Und jetzt lade ich mir mal da die Wolke wieder rein, damit ihr auch seht, dass man da sehr unterschiedliche Bildgrößen verwenden kann. So, und das mache ich eben ganz genauso. Und jetzt gebe ich hier cloud.png an. Also das ist ja ein wesentlich größeres Icon. Und speichere jetzt das Ganze ab. Und wenn ich jetzt das lade, dann seht ihr hier, ich kann das Ganze überfahren. Herzchen erscheint und wenn ich draufklicke, dann erscheint die Wolke. Ja, so, das ist eine Möglichkeit, um das noch ein bisschen mehr zu machen. Es sieht nicht gut aus, es ist ganz lästig und langweilig. Ihr seht aber zumindest, dass sich jetzt auch das betreffende Element auseinanderschiebt, also eben Platz macht, um die ganze Wolke anzuzeigen. Und das ist immerhin eine schöne Sache. Gut, ich gehe wieder zurück in das Programm. Ich lösche das, weil ich das gar nicht haben wollte, aber ihr kennt jetzt die Möglichkeit, wenn ich das angeklickt habe, dann kann ich das über Active verändern mit dem Pseudo-Element Active. Gut, ich hoffe, ihr habt jetzt wieder mehr Ideen bekommen, was ihr machen könnt, wenn ihr eure eigene Webseite programmiert. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt mir doch bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann zeige ich euch noch eine kleinere Feinheit, nämlich wie man die Schriftart verändert und zwar nur einen Teil der Schrift in so einem Listenelement. Bis dann!